So, Andi und ich haben die Gipfelrinne gepackt. Voll gut war's, gell? Pulver bis zur Nase! Das ist genau unser Wetter! Jo, wir sind mit die Wadeln da! Der hohe Dachstein ist mit 2995 Meter der höchste Gipfel des Dachsteinmassivs und gleichzeitig der höchste Gipfel der österreichischen Bundesländer Oberösterreich und der Steiermark. Seit dem 19. Jahrhundert ist der Dachstein zum begehrten Ziel für Bergsteiger aus der ganzen Welt geworden. Weltberühmt sind die rund 1 Kilometer hohen Südwände aus Dachsteinkalk. Andi, Steffi, Tom und ich nehmen dich über eine besondere Route auf den Dachstein mit. Wir starten bei der Südwandbahn in Ramsau in der Steiermark, passieren die Südwandhütte und gehen über den Hunerkogelsteig auf den Gletscher. Der Steig ist gleichzeitig der älteste Anstieg, der von Süden auf den Gletscher führt. Von dort geht es weiter zum Schulteranstieg, der sich dann mit dem Randkluftsteig verbindet und den ältesten Klettersteig der ganzen Welt darstellt. Über den Randkluftsteig besteigen wir den Gipfel und steigen diesen direkt bis zum Gletscher ab. Über den Gletscher gehen wir bis zur Bahn und fahren mit dieser ab. Begleite uns bei dieser einmaligen Tour, auf die wir dich mit unserem einzigartigen Witz, Schmäh und den nötigen Informationen mitnehmen. Einen wunderschönen guten Morgen von der Südwandhütte auf der Südseite vom Dachstein. Heute bin ich mit dem Dom unterwegs, mit der Steffi und mit dem Andi. Wir sind da unten gestartet am Parkplatz von der Südwandbahn vom Dachstein. Und heute nehmen wir euch auf dem hohen Dachstein mit rauf, über den Hunerkogelsteig. Und ich glaube, über die Schulter gehen wir rauf. Viel Spaß, kommt mit! Gewaltig! Nochmal, sag einmal, grüß dich, liebe Zuschauer. Total. Grüß gut. So, da kommt jetzt ein Stammeier her, im Hintergrund die Südwand hinten. Gewaltig! Da oben seht ihr jetzt die Gondel, die fährt von 1700 auf 2600, 2700 ungefähr auf. Im Endeffekt die einfachste Möglichkeit für Touristen auf den Dachstauf. Jetzt kommen wir. Vorhin sind wir jetzt hergekommen und da geht es rauf. Immer in Andi noch, der kennt den Weg. Schmunder. Klapper. Klapper, ja. Ja, da durch den Schoder sind wir raufgekommen. Bis jetzt ein alles gemütlicher Wanderweg, oder? Ja. Alles saugemütlich. Da geht es jetzt noch den Weg so um. Und dann den Steig rauf in die Schosten. Der Austria-Weg, der Austria-Weg. Genau. Das ist übrigens, haben wir gesagt, der Austria-Weg da rauf. Weil, ihr seht es, rot-weiß-rot markiert. Ja, das und heute ist Nationalfeiertag. Ja, genau. Darum machen wir das. Da feiern wir ganz national. Genau. Aber so patriotisch. Juhu! Juhu! Wir sind Patrioten. Ja. Und Idioten. Ja. Ja, wir sind da jetzt gerade beim Einstieg vom versicherten Teil, beim Hunerkogelsteig. Und der Andi, der kennt ja das Dachstaugebiet wie seine Westentasche. Du hast mir da einmal erzählt, dass der Hunerkogelsteig hat ja eine besondere Geschichte, gell? Der
Wow, der 100-Kugelsteig ist von den Jäger eigentlich gefunden worden. Die Ramsauer und all die auf der hinteren Seite haben lang geglaubt, es gibt da keinen Durchstich. Auf die Hallstätter Seite und beim Gamsjagern sind einer Gams ausgekommen und die ist da durch. Und der Jäger hat sich halt damals gedacht, wenn deppert die Gams da durchkommt, komme ich auch durch. Und wenn ich mich richtig erinnert, müsste das der Auhäusler gewesen sein. Okay, sehr cool. Und seitdem wird das eigentlich immer begangen, oder? Seitdem ist es eigentlich der erste Durchstieg, ja, der Seite. Und es ist eigentlich auch der einfachste da rauf, gell? Es ist eigentlich der einfachste, ja. Ja, Edelgrießgang auch noch. Edelgrieß, genau. Aber der einfachste von den direkten, ja, halt. Ja. Ja, wir haben uns jetzt einen Helm aufgesetzt, weil, falls von einem Steinreiter herkommt, gell, dann mal. Ja, und da ist Werbung drauf. Genau. Da. Und da ist Werbung, seht ihr, Tom Pfiffig. Ja, genau. Wer ist der Tom Pfiffig? Kannst du mir das einmal sagen? Ja, das ist ein ganz ausgefuchster Hund, ist das. Ja. Ja. Er ist bloß heute noch nicht tot, weil der ist gestern so lange unterwegs gewesen und der hat noch ausgeschlafen kann, jetzt habe ich noch einmal los. Und ich habe heute eine gespaltene Persönlichkeit. Jawohl. Und da ist die Steffi. Steffi, du musst deine Hemme auch noch aufsetzen, da ist Werbung drauf. Also außerdem haben wir einen Helm. Da, schau, da ist Werbung. Gewaltig, bist du bergverliebt? Aber sie ist voll schüchtern, sie redet nichts, sag einmal was. Sie ist alles so scheiße, ich will nicht nichts. Liegt hier Stroh. Ja? Jetzt hört's piepst. Da liegt doch kein Stroh. Außerdem haben wir einen Helm wegen der Plattentektonik aufgesetzt. Ja, nein, brauchst du nicht. Das ist ja schon ein schön wohnen. So schaut's da aus. Felsiger ist es, gell? Ha? Ja. Das ist ein Steftensteig. Im Krengengebirge? Nein, am Dachsteingebirge, weil da hinten kommt der Steften Steffi daher. Und du hast den Steften im Ohr stecken. Und da geht der Dom mal rauf. Gewaltig. Was sagst du dazu? Da nichts dazu? Nein, ich weiß nicht, was ich da sagen sollte, aber ein festes Arschei heißt schon. Ja? Ja, knackig. Ja. Gewaltig. Abartig. Was sagst du zu meiner neuen kurzen Hochtourenhose? Ja, also die kurze steigeisenfeste Hochtourenhose ist schon gewaltig. Du passt zu meinem Alkoholproblem, der gibt's direkt von Martini. So, und jetzt möchte ich einen fetten Daumen auf für die Steffi am Steftensteig. Applaus! Applaus, Applaus! Abartig! Gut macht sie es, gell, Andi? Die Wolte tobt! Was? Die Wolte tobt! Applaus! Ah ja. So schaut's aus. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, so schaut's aus. Sie erklimmen schwindelnde Höhen, stürmen dem Gipfelkreuz zu und da kommt die Bahn auf, gewaltig. So schaut die Passage von oben aus. Und da geht's weiter. Durch die Verschneidung da auf. Wer bist denn du? Ich bin der Dendu! Auf zum Bergchen. Für das machst du sehr gut, dass du nicht oft zum Bergchen kommst. Gewaltig. So, und da geht es jetzt hinauf auf die Hunerscharten. Ist voll steil. Aber das ist auch nur B-Kategorie, schaut es euch an. Ja, schaut ja. Steffi, sag einmal Alimente. Alimente. Super, gewaltig gesagt. Dann sag du einmal Alimente.
Baba. Und du, Alimente? Das ist ein teures Wort, so sag ich nicht. Jawohl, gewaltig. Da seht ihr es, das ist leicht überhängend, mindestens stiftig. Stiftig. Da haben wir die Stegvieh dabei. Okay. Aber er macht das gut, der Tom. Sehr souverän. Ich glaube, dass das eher eine Erstbekehrung da rauf ist. Ja, weil wie man sieht, man sieht keine menschlichen Lebewesen. Da sieht man keine Rückstände, dass irgendein menschliches Lebewesen einmal da gewesen war. Weder das Rot-Weiß-Rot, das bützt euch da alles nur ein. Und das Seil, das gibt es in Wirklichkeit auch nicht. Im Endeffekt möchte ich euch jetzt alle recht herzlich begrüßen. Und ich freue mich, dass jeder Einzelne so zahlreich erschienen ist heute. Okay. Gewaltig, ich freue mich auch, Tomei, dass du so zahlreich erschienen bist. Aber es wird mich freuen, wenn der Tomei pfiffig auch noch zahlreich erscheint. Und wer du scheißt da jetzt aber. Da hat er mal Weile und zwei. Da geht also nichts weiter. Was tust du da, Edelweiß suchen? Ich warte auf dich. Ja, ich bin eh schon da. Achso, danke. Wir wollten ja noch höher, aber die Scharte war schon da. Weißt du, was mir gerade aufgefällt? Da hat wer ein Rohr verlegt. Schaut mal, Leute, da hat wer ein Rohr verlegt. Ja, ich glaube, das ist die Scheißeisenrinne. Kann das sein? Ja. Ja. Gewaltig. Hey, Steffi! Jetzt hast du es geschafft auf die Huna Scharte. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der. Boah, da kommt jetzt. Der schaut ja aus wie ein Gampsei. Juhu! Göllwaltig. Ja, das bin ich. So, Leute, der Pulver Franz ist wieder da. Schaut euch das an. Gewaltig, sag ich da, gewaltig. Pulver überall! Pulver! Ich bin auch stark dafür, dass wir auf den Alpinismus verzichten und dafür ein bisschen baggern gehen da rauf. Ja, genau. Wo ist der Gletscher hingegangen? Der Gletscher ist heimgegangen. Der ist in großer Leitung gut. Zurück zu den Ursprüngen. Das ist das Ursprung da? Ja. Wir zwei die Ursprungwurm. Wir zwei sind die Ursprungwurm, liebe Leute. Soll man kein singen? Schreibt es unten rein in die Kommentare, dann singen wir die zwei Ursprungwurm im nächsten Video was. Ja. Songwunsch könnt ihr natürlich auch dazu schreiben. Genau. Aber das ist schon armselig. Schaut euch das einmal an, der Gletscher. Wie der zurückgegangen ist. Das Lustige ist, selbst auf der planierten Alpen sind Gletscherspalten. Da habe ich vor 2 Jahren einmal eine Asiatin mit Steckerschuhen einbrechen gesehen. Ja, war aber nicht breit, darum ist es nicht durchgeflogen. Losleilaufen! So, da sind jetzt die Dirndln. Und dahinter ist der Dachstein, der hohe und da der niedere Dachstein. Und nehmen wir die Nirnln und die Buben. Genau. So ist es. Losleilaufen. Da können wir bloß 2 Skitouren gehen und die gehen brav auf der Seite. Gell? Ja, wir sind jetzt von da hinten hergekommen, da sind die Dirndln. Da ist die Seedaler hinten, die Dachstein warten. Da kommt man vom Johann-Klettersteig raus. Und da gibt es jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten auf dem Dachstein rauf. Da ist die Schulter, die kommt dann da drüben zusammen mit dem Randkluftsteig. Jetzt schaue ich, ich glaube, jetzt habe ich es drauf, das muss irgendwo da sein. Und der Randkluftsteig, der geht da rauf und nachher direkt auf den Gipfel rauf.
Wir haben gerade überlegt, ob wir vielleicht den Randkluftsteig gehen. Da geht es halt zuerst weiter steil rauf und der Steig selber ist kürzer. Aber da stehen auch Leute drinnen. Im Schwittersteig sind auch ziemlich viele Leute drinnen. Wir haben Zeit, wir gehen in den Schwittersteig, schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt da beim Einstieg zur Schwitter. Genau. Und da seht ihr den Andi, ganz ein wilder Hund. Bei einem von den unzähligen Tochter-Idioten-Klettersteiger haben wir jetzt auch. Ja, genau. A, B. Ganz einfach. Für jeden Steiger Depp oder für jeden Depp der Steig. Genau. Das kommt dran und wir sind auch solche Deppen. So schaut das da aus. Wir sind die Oberdeppen, genau. Schön angespeckt. Schön angespeckt, sage ich. Na? Das ist die erste Steilstufe. Das ist die Probebergtour vom Everest. Da stehst du nämlich auch noch blöd und dumm. Wenn wir das schaffen, gehen wir auf den Everest. Ja. Gewaltig. Man schaut's und da fährt einer ein Pulver. Ah, gewaltig. Pulver-Peter! Da steht er beim Pulver-Peter! So, man sieht's. Es liegt schon Schnee im Steig. Einmal Schnee. Dann wieder im Fels. Oben sollte scheinbar überhaupt das Seil einmal eingeschnitten sein. Aber wir haben ein Steigeisen auch dabei. So, da ist jetzt einmal ein Stell, wo für ein paar Meter das Seil unter dem Schnee drinnen ist. Ist aber gut getreten, die Spur, und eigentlich auch überhaupt nicht ausgesetzt. Geht dabei noch ganz gut. Überhaupt nicht ausgesetzt, ja. Nein. Jetzt noch diese Inkognito gemacht. Der Tom hat gerade gesagt, er schämt sich, weil er mit mir unterwegs ist. Er wollte heute eigentlich top sekret unterwegs sein. Aber er schämt sich. Und zwar, weil ich dauernd vom Dendu red. Der Dendu red. Mann, Steffi, schaust aus wie ein Wüde hin. Das ist der Hühnerkugelsteig. Das ist der Hühnerkugelsteig und das Moorhuhn muss jetzt auch noch raufgehen. Was ist das Moorhuhn? Ja, sie. Weil sie aus dem Moorsee entsprungen ist. Aus dem Bayerischen. Gewaltig. Schaut einmal, Leiteln, und da drüben ist die Randkluft. Das sind schon gescheite Löcher. So, da ist jetzt das Seil wieder verschwunden. Aber da haben wir so einen schönen Weg. Unglück. Ja, da ist gestrahlt worden, seht ihr die Kristalle. Da sieht man, es ist gestrahlt worden, weil es so glatt ist. Gewaltig! Ja, jetzt das nicht passiert. Tust du aufpassen mit dem Kieselsteinschlag, Thomas, bitte? Nein, ich muss dran, weil da ist so blöd. Okay. Verstehst du mir? Jawohl, ich verstehe dir. Hast du verstanden? Ja. Hast du lange Weg von dir? Hast du lange Weg von dir? Ja, der Tiefblick wird immer genialer. Zur Dachsteinwartner. Da geht es ein bisschen auf und nachher geht es eigentlich auch schon die Querung um zum Randkluftsteig. Ja, jetzt sind wir auf Steigeisen gewechselt. Spätestens da vorne, wo sie sich staut, machert man sowieso. So, da ist der Tom im Kellermann-Quergang.
brutal. Und die steigeisenfeste kurze Hosen ist auch super. Ganz normal steigen und halt schauen, dass du mit den Zacken eben eh so wie ein Hirze genau in der Mitte bist. Okay. Dass du dich nicht verfangst. Ja, einfach so auf den Fels, genau. Sehr gut. Super. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, 26. Oktober und da kannst du auf der Schottseite auf 2850 Meter noch kurzärmelig unterwegs sein. Also heuer haben wir echt einen wahnsinnigen Herbst, genial. Genau so, nur ein stärkst rechts aus, sehr super. So, da oben geht's nach Fützmoos und ganz vorn die Hohen Tauern. Ja, so ein geniales Tag, einfach ein Wahnsinn. Abartig, gewaltig. Jetzt gehen wir eh gleich zum Randkluftsteig um. So, jetzt sind wir da am Anfang vor der Gipfelin. Gut, ein Drittschnee, viel los. Dankeschön fürs Warten. Ja, du kaufst das auch. Im Winter ist da weniger los. Ja, wir haben da heute so ein Abonnententreffen. Genau. Voll cool. Ganz stolz bin ich. Danke. Ja, und mir da auch voll, wenn ich immer angeredet werde. Super. Wer bist du? Ich bin der alte Herr Franz. Okay. Nein, muss man nicht. Ja, so, Andi und ich haben die Gipfelin gepackt. Voll gut war es, gell? Voll gut. Voll bis zur Nasen. Das ist genau unser Wetter. Ja, wir sind mit den Wadeln da. Ah ja. Ich mag das dahinstapfen im Schnee. Für mich ist das wie meditieren. So, jetzt haben wir es da raufgeschafft. Richtige Kaiserjäger-Geschichte war es, gell? Ja, so schaut es da aus am Dachstein. Wo sind wir da eigentlich? Da gehe ich jetzt auf die Gosauer Seite neu, da ist der Gosauer See. Und da ist der Gosauer Kammführer. Und da haben wir rein in die Skier gekommen. Ja, das letzte Mal sind wir mit den Ski da raufgekommen, das war eine fesche Geschichte. Gewaltig war das. Geht schöner. Ja, viel schöner. Ja, da haben wir, da drehen wir auf.
Stommeier und ich, wir haben eine Idee gehabt. Stommeier und ich haben gesagt, ich bin müde, habe ich gesagt. Wir trinken kein Bier. Ja, genau so machen wir das. Genau so machen wir das, gell? La Bira. La Bira, auf zum Bier, kommt's mit, viel Spaß. Juhu! Jura, Andi und ich, wir stapfen wieder die Rinde oben. Nein, ich bin nicht verstehen. Okay. Ja, dann schaue ich, ob ich ein paar Aufnahmen aus der Rinde mitnehmen kann. Hab mir die Kamera jetzt nicht am Helm befestigt. Das ist schon ziemlich steil und zum Aufpassen, aber wenn es geht, nehme ich euch ein bisschen was mit. Nichts drin, das ist sie. Aber es ist eh fast nichts los. Ja, der Andi und die Steffi, die haben uns jetzt passieren lassen, weil der Tom und ich, wir sind sehr stark unterhopft. Da seht ihr es eh. Der zwiebelt schon eh. Der hat sich die Hosen schon kurz gemacht, Biergarten-Feeling. Ja, das ist leider meine kurze Biergartenhosen. Die kurze Biergartenhosen ist das. Gewaltig, sag ich da. Hä? Gewaltig. Steigeisenfeste, kurze Hosen, gewaltig. Ja? Jawohl! Wir haben jetzt schon ausgemacht bei der Abzweigung. Warten wir mal. Jawohl, warten wir. Gewaltig schaut das aus, gewaltig. Was ist ja gewaltig? Ja, du mit deiner kuschzen Hosen. Kuschzen Hosen? Ja, da ist jetzt die Weggabelung umgekehrt. Schultersteig, wo wir hergekommen sind. Und da ist der Einstieg zum Randkluftsteig. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt da runter, weil erstens ist eh alles so gut im Schatten. Seht ihr? Schaut ganz gut aus, schöne Spur drinnen auch. Und außerdem ist das jetzt ein näher zum Wirten für uns. Näher zum Wirt? Näher zum Wirt, mein Herr, näher zum Wirt. Da kommt der Süßseiter her. Ist voll in seinem Element, Vierenstapfen. Ah, das tut heute noch gut. Das tut noch gut. Und da oben kommt auch irgendwas daher. Ah, es ist eine Steffi. Da sieht man noch nichts. Wahrscheinlich das erste Mal. Nein, nein. Denke, das ist der Arsch. Nein, Rucksack und dann der Arsch. Gewaltig. Brav macht's das. So, und da geht es zum Randkluftteil. Da sieht man jetzt, ist der Mai, wie er zum Randkluftteil geht mit seinem kurzen Häsei. Ein Hochwasserhäsei. Ja, gewaltig. Sehr nice. Fast schon episch. Epic. Epicness in Personam. Epic. So, da, gewaltig. Und Tom haben wir schon vorgeschickt, der holt uns jetzt, der bestellt uns was zum Trinken. Das ist jetzt nicht Lehrmeinung, aber es geht um einen Durst. Lehrmeinung ist da jetzt so, und da oben über die Schulter sind wir hergekommen. Und da in den
eine Randkluftsteige rein. Also bitte die Skier anschnallen. Für die Frauen. Eine gewaltig ist das da, gell? Voll gut. Oh. Jetzt ein Bier. Ein Bier. Die Dachstammwarten hat zu. Jetzt sind wir da oben auf dem Hunerkogel. Da ist die Bergstation der Bahn. Und da kommen wir jetzt dazu, das haben wir uns verdient. Gewaltig, sagen wir da, gell? Gewaltig, sag ich da. Gewaltig. Schau dir das an. Schau dir das an. Total schön, das ist. Brutal. Jetzt muss ich da mal Pommes schmoren. Jawohl. Pommes. Mahlzeit. Gewaltig? Ja. Sehr gewaltig. Pommes schon gut. Und jetzt haben wir noch ein paar an Weisheit. Ein Bier kommt selten allein. Alle guten Dinge sind eins, zwei, ich habe da ganz was anderes gesagt dazu. Juckt der Beidel, zwickst der Seidel. Gewaltig. Da war es jetzt so schön zum Obergehen gewesen, über Seidel gewesen. Ja, jetzt hätten wir eigentlich voll die geilen Aufnahmen. Aber der Andi hat 355 Fotos gemacht und ich hoffe, die Tour hat ihm gefallen. Lass einen Daumen nach oben da, einen fetten, wenn das der Fall war. Bei Fragen, Kommentarfeld benutzen. Und wenn ihr das erste Mal zuschaut, habt ihr nichts mehr verpasst, wollt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Für den. Okay, wollte. Das war zum Feiertag. Ich hab's verschissen mit dem Filmer, weil ich das Kastl nicht kapier. Ja, es ist gar nicht so einfach mit so einer GoPro. Gott sei Dank kann ich keinen Deppen stecken dabei. Fesche Schuhe hat er aus Dommei. Fesche Bur, fesche Schuhe. Gell? Gewaltig. Brutal. Brutal. So, jetzt kommt die Schlüsselstelle des heutigen Tages. Hirz, fangst du zum Stinken an. Da hat sich da im Tisch aus den Schuhen rausgeholt am Campingplatz. Der erste geht leicht, ja. So. Und jetzt hab ich eh schon einen kaputten Haxen draußen, das ist eh gut. Denen nicht vergessen. Nicht denen, ich mein meine Schuhe. Du hast dem das Wadl anschnürt. Boah. Ja. Boah. Ist das gesund? Nein, das ist der hinnige Hax. Es gibt ja eh entbluten, aber vielleicht wird es besser. Ja.